Moin, Freunde. Willkommen zur nächsten Folge von H24 mit den Vereinten Provinzen oder anders gesagt den Niederlanden. Wir haben in der letzten Folge uns aus dem Debakel, sag ich mal, der vorletzten Folge befreit, indem wir Grönland wieder zurückerobert haben mit einer Invasion. Und wir in Russland vorangekommen sind, nachdem Japan eingetreten ist in die Fraktion von uns und wir dann eine Offensive gestartet haben, mit der wir die anderen Länder alle motiviert haben mitzumachen und dadurch haben die Niederlande sich einen Namen gemacht, denn wir sind dafür verantwortlich, größtenteils, dass diese Offensive überhaupt gestartet hat. Und ja, jetzt ist halt Moskau gefallen, dann Stalingrad, Leningrad gefallen. Beziehungsweise Stalingrad heißt ja Bukharino oder sowas. Und unsere Armee wurde weiterhin vergrößert. Und wir haben Sevastopol auch noch erobert, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Unsere Armee steht hier jetzt allerdings rum, deswegen wollen wir die mal nach hier unten schicken. Baku ist nämlich auch noch nicht gefallen, das muss auch noch alles erledigt werden. Hier sind ein paar Divisionen eingekesselt, das ist nicht so wild. Interessiert mich gerade nicht so. Hier, das interessiert mich schon ein bisschen mehr, aber was mir am meisten Sorgen bereitet gerade, ist Spanien. Spanien können wir wahrscheinlich nur durch eine Marine, eine Landung, eine Invasion starten, erobern meine ich. Ja, und ich hoffe, dass wir überhaupt Gebiet kriegen. Wir haben 6% Kriegsbeteiligung, also 1% weniger als Japan, das vor einem halben Jahr beigetreten ist oder so. Ja, das ist so eine Sache. Ich weiß nicht, ob das was wird. Aber okay. Ich weiß nicht, wie viel jetzt noch weg muss. 83%. Da fehlt noch ein ordentliches Stück. Wenn Baku weg ist, die Städte hier, die haben ziemlich viele Punkte. Sind, oder was heißt viele, aber ne, die sind hier, sind viele zusammen. Sind es vielleicht 90? Ein bisschen mehr vielleicht, wenn wir Glück haben. Und dann fehlen noch ein paar. Ach ja, genau. Und wir gehen auf leichte Panzer. Dürfen wir nicht vergessen. Denn wir haben wenig Mannstärke und wenn wir diese nutzen, um starke, leichte Panzerdivision zu machen, dann sind wir wahrscheinlich ein bisschen stärker, ne? Würde ich sagen. Wir werden sehen. Haben wir irgendwen mal? Ja, ne? Die sehen halt alle gleich aus. Die sind alle miteinander verwandt. Das ist nicht so praktisch. Na gut. So. Unsere Armee hat fast 1 Million. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, bei 1 Million wäre ich schon ganz zufrieden mit dem Ganzen. Prinz Bernhard gibt ein gutes Vorbild ab. Luftüberlegenheit. Oh, nice. Nice, nice, nice. Die Mannstärke ruft schon nach uns. Unsere Doktrin. Ist bald abgeschlossen, dass wir zumindest 2% rekrutierbare Bevölkerung und dann nochmal 3% kriegen. Dauert noch ein bisschen, aber sollten wir hinkriegen. Spanien wagt eine Offensive. Okay. Es klappt genauso wenig, wie wenn wir die angreifen. Wobei, hier oben sieht das eigentlich ganz gut aus. Probieren wir es da mal nachher. Oder hier auch. Probieren wir es mal da oben vorzurücken demnächst, weil da ist halt auch ein Gebirge. Das macht das Ganze natürlich noch schwieriger. Verteidigung, Kavallerie bringt uns gar nichts. Mittlere Flugzeuge bringen mir eigentlich auch nichts. Nehme ich trotzdem jetzt einfach mal mit. Nehmen wir das mit und nehmen wir das mit. So, dann haben wir das alles erledigt. Den Hafen haben sie noch nicht. Also wir haben echt Glück gehabt, dass wir in der letzten Folge, als wir die Truppen zur Verteidigung unserer Küste weggezogen haben, dass die Franzosen es wirklich nicht mehr gewagt haben oder Amerikaner da zu landen, haben wir echt richtig Glück gehabt. Alter, haben wir hier viele eingekesselt. Junge. So, ich habe gesagt 90, stimmt das? 93 sogar, guck mal. Sehr schön. So, jetzt haben wir 6% immer noch. Und wenn wir das mit der Landdoktrin haben, dann war es das damit. Und dann haben wir nämlich so eine krasse Chance darauf, mehr Kriegsbeteiligung zu kriegen. Denn lange dauert es nicht mehr, Leute.
Dass Polen eigentlich so viel gekriegt hat, ist wieder ganz wild. Wir könnten übrigens mal fragen, ob Polen uns ein bisschen was gibt. Ein bisschen um die Küste rum ist auch schick. Oh, so vielleicht. Oh. So vielleicht. So, nee, es ist jetzt natürlich scheiße. So. So. Perfekt. Gut, mittlere Panzer wollten wir ja nicht mehr drauf gehen. Oh, wir haben noch ein Forschungsteam. Lol. Ja, mal die Züge. Fragen wir Deutschland mal auch. Okay, Deutschland gibt uns gar nichts. Danke für nichts. Okay. Landen die? Nee. Und die haben sie eingekesselt. Okay. Oha, ganz wichtig. Das ist jetzt echt ganz wichtig. Polen schickt uns Truppen. Ja, nehme ich mal mit, ne? Würde ich sagen. Komm, egal, nehmen wir jetzt einfach alle hier mit. Auch wenn die von unserer Marionette sind. Also 7%. Italien hat 10. Wir schicken jetzt gleich mal was nach Spanien. So, 5 Divisionen. Komm. Los, ich finde das immer noch ganz wild mit der Schweiz, ne, dass die faschistisch sind, aber gut. Da habe ich auch noch nicht gesehen. Alter, wie lange dauert denn das? Ja, okay, 2 Tage dauert es noch. 3, 4, irgendwie so. Okay. Jetzt. So, dann lassen wir das mal mit der Ausbildung. Schicken hier was hin. Damit wir halt ein bisschen Kriegsbeteiligung kriegen. So. Ja, mehr kann ich halt eh nicht machen. So, und ich glaube, wir schicken mal ein bisschen was. Nee, machen wir nicht. Was wir aber machen ist, da schon mal 24 Divisionen hin, beziehungsweise noch mehr. Denn wenn die gleich kapitulieren, was der danach aussieht, haben wir die Truppen vor Kanada. Und das muss sein, damit wir die USA auch noch ausschalten können. Ne? Das ist die Sache, Leute. Oh Mann, da kommen wir gar nicht rüber. Ist wieder wild. Ey, Leute. So, nach da. Wie viel ist das? 94? 94. Richtig gut, ey. So. Dann machen wir einfach mal wieder 5 Stück, auch wenn wir eh keine Mannstärke haben. So. Jens Bernhard möchte ich negativ ein. Boah. Minus 25 politische Macht tut uns jetzt nicht wirklich weh. Leichte Panzer, machen wir das mal. Genau, die leichten Panzer hören bei 1941 auf. Das ist das Problem. Ja, ist aber auch okay. Madrid hatten wir gerade. Jetzt haben wir wieder verloren. Cool. Oh, geil. Alter, was? Das hat einfach Polen gehört, Alter. Ah, okay. Verstehe was. Warte mal, was ist eigentlich mit unserer Marionette? Warum haben wir die noch nicht ausgebaut? Das würde halt sogar echt Sinn machen. Und wir können ihr den Marionettenstatus auch nochmal, also die degradieren. Das wäre eine gute Idee. Schon vorher gewesen. So. Greif mal volles mit an, ey. Wir haben jetzt natürlich weniger Truppen vor Russland, weil ich die halt nach Grönland geschickt habe. Aber ich will da echt keine Zeit vergeuden. Und die sofort dahin schicken, wenn die gleich kapitulieren. Ein paar Tage dauert es natürlich noch. Aber wie gesagt, nicht ewig. Oh, das dauert immer so lange mit dieser Scheiße. Atomreaktoren ist fertig. Gehen wir jetzt mal auf Bomben. So, Zug haben wir auch fertig. Den können wir auch mal in Produktion geben. Und damit weiter. Und die Mannstärke. Ganz wichtig. Darauf haben wir gewartet. So, 103.000.
haben wir noch ein Plus. Okay. Wir machen einfach trotzdem mal ein paar Kommandanten will ich reinpacken, aber gut, das funktioniert nicht. Der kommt mal mit dahin. So. Kasan. Dann habe ich eine Idee für euch. Beziehungsweise die kommen mal da weg. Es macht nämlich gar keinen Sinn, dass die noch da stehen. Der wird sich andersrum kümmern. Das machen wir jetzt einfach mal nicht. 7%. Ich will ja echt noch mehr. Aber Barcelona brauchen wir. Boah. Schwierig, Leute, schwierig. Übernehmen? Oh, guck mal, die geben uns noch mehr. Ne, geben sie nicht, okay. Ja, egal. Warte mal, Stanislav. Ja, okay. Ne, alles gut. So. Egal, wer es kriegt von unseren Bündnispartnern. Wir bauen die Gegend einfach aus und gut ist. Wir kommen aber nicht weiter in Russland. Hier ist halt auch nirgends. Oder warte mal, hier ist ein Siegespunkt. 3 sogar. Ui. Okay. So. Die haben kapituliert. Perfekt. So. Dann können wir die schon mal da wegholen. Obwohl, wir lassen die noch Portugal zur Kapitulation bringen. Oder zwingen. 95%. Gutes Vorbild. Okay, danke Bernhard. Das noch. Das noch. Das noch. Volksrepublik Portugal hat kapituliert. Sehr schön. Und die schicken wir auch wieder nach Grönland. Denn es ist gleich soweit. So, Kasan. Komm schon, Leute. Komm, 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 komm. Ja, das sieht gut aus. Der ist jetzt zwar noch nicht vorbei, aber wir sind dem Sieg ein gutes Stückchen näher. 170 Fabriken wild. 51 Divisionen haben wir. Sollten wir Kanada zumindest ein bisschen verteidigen können. So, hier ist noch ein Punkt. Da sind noch Punkte. Sind doch auf voller Vormarsch, oder? Ja. Ja, ja. Manila ist gefallen. Das ist doch gut. Sehr schön. So, 98%. Es riecht nach Sieg. 9%. Oh, ich bin gegen das Mikro gekommen, sorry. 9% Kriegsbeteiligung. Damit sind wir auf gleicher Höhe mit Japan. Jetzt haben wir 8. Ich liebe dieses Spiel. So. Gut. Eine Division, die schicken wir auch mal wieder rüber. Alter, selbst Estland hat was gekriegt. Okay. Okay. Ja, es liegt auch viel daran, dass wir halt einfach keine Luftwaffe einsetzen. Das ist natürlich schlecht. Aber ich will die auch nicht bauen, weil wir die ganze Mannstärke halt einfach brauchen. Steht da. So, wir hätten jetzt auch die neuesten Panzer. Das heißt, das wäre erledigt, das Projekt auch wieder. Und das Russenprojekt wäre wahrscheinlich jetzt auch sofort erledigt. So, hiernach soll es das gewesen sein. Das war's schon. So, jetzt geht's um Kanada. Okay, Leute. Kanada also. Kanada, Kanada, Kanada. Was gut ist, weil wir Frankreich dadurch noch nicht nehmen können. Wir sollten trotzdem nochmal nachdenken, was wir gebrauchen können. Die Ölreserven, ganz praktisch. Wolf, nee, warte mal, Chrom, doch auch Wolfram, gibt's auch. Ansonsten ist ja aber nichts interessant, also, weiß nicht.
Nehme jetzt einfach mal Kanada und gut ist. Guck mal, das ist mir eigentlich scheißegal. Sag ich mal. So. Bäm. Wir nehmen es trotzdem mit. So. So und so. So, so und so und so und so und so. Dann haben wir noch. Ja, Spanien könnte man sich was nehmen noch. Ja. Ich würde aber lieber hier gerne was haben. Falls wir halt was von Italien kriegen. Von Frankreich kriegen, wäre das richtig nice. Ja, ich glaube doch, wir nehmen mal lieber das. So. Und das, das, das. Nee, es geht nicht. Das noch mit. Und wir könnten sogar noch. Haben alle, juckt mich eh nicht. Wollen wir noch eine Marionette irgendwo? Weiß ja nicht. Eigentlich juckt mich das null. Nehmen wir das mit. Falls wir das überhaupt kriegen. Keine Ahnung, Leute. Weiß ich auch nicht. Das vielleicht noch. Das wird nichts, ne? Nee. Ah. Nee, das wird auf jeden Fall nichts mehr. Das könnte noch was werden. Und ansonsten noch 32. Das wird ja mal absolut gar nichts. Marine. Nö. 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 Gut, dann wäre es das gewesen. Also wir haben ehrlich gesagt mehr gekriegt, als ich dachte. Jetzt sieht das halt so aus. Das ist halt scheiße jetzt mit Italien. Egal. Wir schicken unsere Division dahin. Ja. Da. So. Dann schicken wir unsere Trupps dahin. Natürlich nicht alle. Hätte ich fast getan. So, die sollen zum Garnisonieren hierhin. Die erstmal. Oh, scheiße. Doch, das waren die, okay. So. Und ich komme jetzt sofort nach hier. So. Mal gucken, wie schnell die sind. Ich hoffe nicht zu schnell. Wir könnten rein theoretisch das Land hier unserer Marionette geben. Könnten wir natürlich tun. Mach ich jetzt mal nicht. Sofort zumindest. Die hier noch. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. So, genau, die sollen noch da. Die sollen nach da. Nee, warte mal, nach da. Und 5, so. Junge, 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 das wird jetzt aber auch ganz spannend wieder. Alaska nicht vergessen, shit. Alaska dürfen wir echt nicht vergessen. Alaska ist immer scheiße. So. So, bitte schafft es, Leute. Bitte, 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 bitte. Halt auch absolut kack wahrscheinlich ausgebaut. Jawohl. Ja, moin. Na gut, was soll ich machen? Oh Gott, die Amerikaner sind schon da. So, dann greifen wir mal direkt an. So. Nach New York. Der nach da. Okay, das funktioniert alles. Warnungsgeschwindigkeit plus 10. Das können wir natürlich gut jetzt gebrauchen. Perfekt. Warte mal, warum hat der hier noch 72? Ist doch gar nicht mehr am Garnisonieren. Okay, ist das jetzt ein Bug? Oder sind die da immer noch... Ja, die sind da immer noch zugewiesen. Ich krieg's kotzen, Alter. Oh, nee, wirklich nicht. Nein, habe ich das jetzt gelöscht? Ja, ich weiß es noch nicht. So...
Ja, jetzt geht das nämlich. So, die. So. Los, Leute. Okay, okay, okay. Alter. Junge, da kommt ja ordentlich was. So, das könnte schon unser Sieg sein. Bald. Aber das wird natürlich sich noch in die Länge ziehen. Ich hoffe nur, dass die Amerikaner ihre Truppen jetzt nicht hier haben. Wenn doch, dann war es das auch wieder. Da kommen nämlich schon die ersten. Cleveland. Pittsburgh. Chicago. So. So. Sie das nicht automatisch machen hier, ne? Das regt mich schon wieder auf. Okay. Oh, die haben unser Chiffre entschlüsselt. Das ist natürlich ganz doof jetzt. So, mal gucken, wie viele die uns von uns einkesseln werden. Bin mal ganz gespannt. Okay, wir machen einfach mal die mittleren Panzer trotzdem weiter. Chicago haben wir. Milwaukee können wir auch noch holen. Columbus. Baltimore mit Washington. New York haben wir. New York können wir uns auch noch holen. Providence und Boston. Boston holen wir uns mal mit mehreren zusammen. Die Japaner kommen von hier. Das ist perfekt. Okay. Okay, okay, okay. Das ist sehr gut. So. Maryland. So. Charleston. Richmond. War Richmond nicht oder irgendwie so die Hauptstadt der republikanischen Staaten? Ne, der konföderierten Staaten, meine ich. Irgendwie so. Wie komme ich auf republikanisch? Ja, okay, doch. Das ist ganz okay so. Indianapolis. Stimmt. Oh, 22 Minuten, 23 schon. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ist eine spannende Folge gewesen. Die haben die USA schon zu 52% zur Kapitulation gebracht. Was bedeutet, dass wir sehr wahrscheinlich den Sieg davon tragen werden. Allerdings möchte ich gerne noch mehr Kriegsbeteiligung haben. Logisch, ja, dass ich das haben will. Unsere Armee ist aber auf dem Weg. Guck mal, die sind schon da. Mal gucken, ob sie das ja alles noch verteidigt kriegen. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat und das Let's Play euch gefällt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Zeigt mir das mit einer positiven Bewertung oder einem Abo. Und ansonsten sehen wir uns ganz einfach jedes Mal in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.